Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute habe ich 8 Sniper Gewehre oder Repetiergewehre für euch, also 2 Waffengattungen in einem. Wir fangen, würde ich sagen, direkt an und wie immer werde ich unten rechts die Statuswerte wie zum Beispiel Magazingröße, Schüsse pro Minute, Schaden, Nachladezeit und den kritischen Multiplikator lasse ich außen vor, wie immer lasse ich die Kamera weg, damit ihr euch das selber durchlesen könnt. Wir fangen mit Rarocks Blick an. Ja, ist euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich in den letzten Videos, die ich euch so gezeigt habe, nicht immer die original deutsche Übersetzung oder das deutsche Bild dazu habe. Es ist halt mal Deutsch, mal Englisch. Sorry dafür. Alles ist eben leider noch nicht freigeschaltet oder irgendwo einsehbar auf der deutschen Sprache. Wir legen jetzt direkt mal los. Wir haben hier einen Wert von Level 41. Wie gesagt, Maximalstufe dürfte die 52 sein. Waffenstärke wäre hier bei dieser Stufe 21.000. Kritischer Schaden wird um 20% erhöht, der Statuseffekt oder die Statuskraft wird um 23,3% erhöht und der Schaden auf lange Distanz wird um 8,34% erhöht. Achso, und übrigens ebenfalls den Level 2 Mod werde ich wie immer nicht vorlesen, weil der, wenn ihr die Waffe findet, völlig anders sein kann als der, der hier jetzt aktuell für dieses Bild drauf ist. Der Level 3 Mod nennt sich Schwächeanfall. Schüsse erzeugen eine Explosion, die Gegner in einem Radius von 5 Meter hier auf diese Waffenstärke um 8278 Lebenspunkte erleichtern und gleichzeitig noch den Effekt Schwäche hinzufügen. Cooldown-Zeit 3 Sekunden. Als nächstes kommt das Sniper-Gewehr oder Repetiergewehr, nicht Sniper-Gewehr. Eisberg hat hier gerade leider nur eine Waffenstärke von 27. Der kritische Schaden wird um 21% erhöht, Statuskraft um 21% und der Schaden auf lange Distanz 6,25. Ich gehe mal davon aus, dass genau diese Werte, diese drei, die ich euch gerade vorgelesen habe, die Werte sind, die dauerhaft gleich bleiben, egal wie schwach oder wie stark die Waffe ist. Nur die Waffenstärke ändert sich dementsprechend. So gehe ich zumindest davon aus. Und natürlich der Schaden bei den verschiedenen Mods dementsprechend. Die Winterexplosion ist der Level 3 Mod. Kritische Treffer lösen eine Kälteexplosion aus, die im Umkreis von 4 Metern die Gegner trifft und gerade mal eine Cooldown-Zeit von einer Sekunde hat. Der Headhunter ist das nächste Repetiergewehr, Level 52, hier eine Feuerkraft von 50.000, Durchschlagskraft auf Rüstung 32,5%, der Long Range Damage wird um 13% erhöht und die Heilrate wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod, kritische Treffer kreieren eine toxische Explosion, der im Radius von 5 Metern die Gegner mit dem Status Gift belegt. Icarus ist die nächste Waffe in der Reihenfolge. Level 52 hat eine Feuerkraft von oder erhöht die Feuerkraft um 287.000 Waffen. Lebensentzug 20% erhöht, Close Range Damage wird um 14% erhöht und die Status Power wird um 23,3% erhöht. Und der Level 3 Mod. Kritische Schüsse lassen eine Anomalie erscheinen, die im Umkreis von 2 Metern 113.000 Schaden bei den Gegnern verursachen. Blight Biron nennt sich das nächste Gewehr, Level 52, erhöht die Feuerkraft um 116.000 fast, Durchschlagskraft bei Rüstung 32,5%, Lebensentzug durch Skills wird um 3,5% erhöht und der Close Range Damage um 12%. Bei einer Sniper oder bei einem Gewehr macht das eigentlich für mich keinen Sinn, warum das nicht der Long Range Damage ist. Jedenfalls der Level 3 Mod, kritische Schüsse erzeugen ebenfalls eine Explosion und erzeugen ebenfalls toxischen Schaden. Das ist aber komisch, das ist irgendwie 1:1. Okay, ich habe mich jetzt gewundert, ich dachte jetzt, ich bin ein bisschen mit den Level 3 Mods durcheinander gekommen. Burst of Decay ist quasi zweimal vorhanden. 2 Snipers zuvor ist das genau derselbe Mod, der hier auf dieser Waffe ist, wobei das aber zu dieser Waffe deutlich eher passt als zu der 2 davor eben. Twisted Mercy ist das nächste Gewehr, Level 52 hier aktuell, erhöht die Feuerkraft um 23.616, Durchschlagskraft bei Rüstung wird um 30% erhöht, Heilrate um 13% erhöht und der Close Range Damage wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod, Schüsse verursachen den Statuseffekt Verwundbarkeit bei Gegnern. Als nächstes geschmolzene Eidola.
Hier aktuell leider nur Level 40, erhöht die Waffenstärke um 17.466, kritischer Schaden wird um 21,7% erhöht, Heilrate um 14% erhöht und der Schaden auf langer Distanz 8,34%. Der Level 3 Mod Schüsse erzeugen einen Heuschreckenschwarm, der 10 Sekunden lang 30.000 Schaden anrichtet und bei verbleibenden Gegnern in dem Radius von 6 Metern um das Ziel einen Schwächeeffekt verursachen. Geisterjäger ist die nächste Waffe, leider hier nur Level 28, deswegen die Waffenstärke von knapp 5000 nicht weiter erwähnenswert, vorerst zumindest. Rüstungsdurchschlag 17% erhöht, Statuskraft wird um 21% erhöht und der Schaden auf lange Distanz wird um 6% erhöht. Ultimativer Knochensplitter nennt sich der Level 3 Mod. Kritische Schüsse jagen die Gebeine des Gegners in die Luft. Die Knochensplitter verursachen bei Gegnern im Umkreis von 5 Metern Blutungen und fügen ihnen Schaden zu. Wie viel das hier aktuell ist, sieht man hier leider überhaupt nicht. Es gibt eine Cooldown-Zeit für jeden einzelnen Schuss, zumindest der diesen Effekt verursacht, von 3 Sekunden. Mind Mugger nennt sich die nächste Waffe. Ist ein bisschen komisch auszusprechen. Leider sieht man hier oben den Namen nicht im Bild. Level 52 erhöht die Feuerkraft um 650.000. Klingt bis jetzt mit am interessantesten, wie ich finde. Die Durchschlagskraft auf Rüstung erhöht sich um 35%, Heilrate um 12% und der Lebensentzug durch Skills wird um 3% erhöht. Und der Level 3 Mod klingt sehr, sehr interessant. Schüsse auf den Gegner mit einem beliebigen Statuseffekt vervielfachen sich und mutieren in einen anderen Statuseffekt. Als letztes das Repetiergewehr Delent Lubber oder Labber. Level 52 hier klingt sehr, sehr stark. Feuerkraft erhöht sich um 52.000. Durchschlag auf Rüstung 35% erhöht. Heilrate um 12%. Und der Lebensentzug durch Skills wird um 3,25% erhöht. Und der Level 3 Mod klingt sehr, sehr interessant. Nennt sich Legendary Minefield. Kritische Treffer lassen Minen um euer Gegner oder um euer Ziel herum erscheinen und verursachen bei dem Level 52 einfach mal 380.000 Schaden in einem Umkreis von 5 Metern. Cooldown-Zeit für so einen kritischen Schuss 3 Sekunden. Das waren alle 8 legendären Sniper bzw. Gewehre. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welches ist euer Favorite. Meins, muss ich eher sagen, ist tatsächlich hier das letzte. Das klingt für mich noch mitunter am interessantesten. Auch wenn hier diese letzte Waffe eine ordentliche Erhöhung der Feuerkraft hat, könnte das vielleicht eine noch bessere Waffe sein. Aber im Allgemeinen finde ich hier den Mod eigentlich ziemlich geil. Wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, welches ist euer Favorite. Lasst einen Daumen für dieses Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.